erste Halbzeit haben wir richtig Gas gegeben, haben viele Chancen auch gehabt und ich denke, am Ende dann auch verdient gewonnen. Haben heute mehr Chancen halt genutzt, als auch letzte Woche gegen die Süderelbe. Hat Spaß gemacht und über 90 Minuten absolut verdient. Aufgrund der ersten Halbzeit vollkommen verdient verloren. Hätten auch nicht verdient, einen Punkt hier mitzunehmen, auch wenn die zweite Halbzeit besser war. Aber zwingend war das wirklich nicht. Ja, na, war eine erschreckende Leistung. Also schlechter als im Pokal gegen Dersim. Dachte ich, geht es eigentlich gar nicht, aber ja, anscheinend geht es schon. Gimar kommt halt ja, von der Seite, ne? Und da hat John Pech, dass er eine rote Karte bekommt, weil ich denke, eine gelbe kann es auch tun und ich denke, irgendwo dazwischen ist es. Und er hat rot bekommen, leider, aber er kommt von der Seite. Also. Ja, das ist ja, das hat mit Disziplin zu tun. Ja, einige Spieler haben die leider nicht und ja, dann schwächen wir uns selber. Aber trotzdem haben wir die Chancen, schießen den Keeper da zweimal an auf der Linie. Und ja, ein Anschlusstreffer hätte uns bestimmt gut getan, aber sollte wohl nicht sein heute. Wir müssen im Prinzip halt ganz normal weiterarbeiten und dürfen uns jetzt nicht ausruhen. Und einfach halt mit Spaß halt zum Training kommen und dann können wir nächste Woche auch wieder gewinnen. Die Einstellung muss auf jeden Fall stimmen. Einstellung, Kampf, Leidenschaft, was wir alles in der ersten Halbzeit vermissen lassen haben. Das müssen wir auf jeden Fall besser machen und ja, wenn wir uns wieder so präsentieren wie heute in der ersten Halbzeit, dann sehe ich schwarz.